alle da seid. Mir geht's nicht so gut. Ich hatte einen schrecklichen Albtraum heute Nacht. Ich habe geträumt, dass die Annalena Baerbock, wie die heißt, Bundeskanzlerin ist, der Herr Söder Innenminister und Herr Lauterbach Gesundheitsminister. Gott sei Dank war das nur ein Albtraum. Und ich weiß auch nicht, wie war eure Woche so? Albtraumartig wie immer. Das ist, jagt eine schlechte Meldung, jagt die nächste. Ja, was zum Beispiel, was ist so schlimm? Also, was ich geträumt habe, kann nicht wahr werden, oder doch? Naja, die Österreicher durchleben gerade einen Albtraum. Die haben ein Verwaltungsgericht, das geurteilt hat, der PCR-Test darf keinesfalls Grundlage für irgendwelche politischen Maßnahmen oder Anordnungen sein. Und die Regierung Kurz und die gesamte Mainstream-Presse in Österreich ignoriert das. Und nachdem also dieser Mindset in Österreich nicht grundsätzlich unterschiedlich ist von dem bei uns hier, nehme ich an, dass wir also dieselbe Entwicklung bei uns auch beobachten werden. Das heißt, es werden Verwaltungsgerichte Urteile fällen, die dann einfach schlichtweg verschwiegen, unter den Tisch fallen, die einfach nicht beachtet werden. Ja, aber ich meine, das Verfassungsgericht hat ja schon irgendwie was angedeutet, dass sie auf jeden Fall an der Seite der Kanzlerin sind. Also da werden die Gerichte darunter auch nicht viel anders arbeiten, oder? Das ist richtig. In Deutschland hat der Habert hat mittlerweile so eine Halbseite, eine Position an der Seite von der Frau Merkel eingenommen, die ja den Föderalismus einschränken wollte und mehr Entscheidungskompetenz beim Bund versammeln wollte. Ja, ist richtig. Oh Gott. Ja. Also vor allem ist es so, wir haben ja jetzt auch diese Woche noch ganz andere Absurditäten gesehen, sodass ich gar nicht mehr weiß, ob wir nicht vielleicht schon fortwährend in einem Albtraum leben, aus dem es keine Erwachen gibt. Also ich weiß gar nicht, woran du das Aufwachen definierst, Thomas. Ja, das geht mir auch so. Wie in einem Daueralbtraum. Also wenn ich mir anschaue, diese Pressekonferenz von dem Tschentschner in Hamburg, der da konfrontiert wird mit Zahlen, dass also in Hamburg die Gesamtbelegung der Intensivstationen seit Monaten eigentlich plus minus Marginalbereich bei 500 liegt und auch jetzt überhaupt sich nicht verändert hat und dass die Zahl der Intensivbetten seit letzten August sogar um 15% reduziert wurde, und er lächelt es einfach weg und sagt, die paar freien Betten, die wir noch haben, und dann geht er zur Tagesordnung über, und das Ganze wird dann verbunden mit Ausgangssperren, mit wirklich diktatorischen Freiheitseingriffen mittlerweile. Da frage ich mich wirklich, also in was für einem Irrenhaus leben wir hier eigentlich? Gibt es da überhaupt keinen mehr, der da noch aufbegehrt, also sowohl institutionell als auch von der Basis? Ja, also anscheinend hat es wirklich wunderbar funktioniert. War gestern die Umfrage, Ergebnisse, wie viel der deutschen Bevölkerung hinter den Maßnahmen stehen, respektive noch mehr wollen. Das war ja erschreckend. Zwei Drittel, ja. Wahnsinn, oder? Ja, aber man darf ja nicht vergessen, dass solche Umfragen, die sind ja für den Allerwertesten, ja. Also die haben uns immer schon belogen, und das werden die auch immer tun, also lügen die auch in solchen Umfragen. Also ich kann mich an einen ARD-Bericht erinnern, da hieß es irgendwie, einerseits Mehrheit der Bürger für Verschärfung der Maßnahmen, und dieselbe ARD, glaube ich, war es auch, die dann ein paar Tage später gesagt hat, eine Mehrheit ist für Lockerungen. Also ich weiß nicht, was für Maßstäbe die haben irgendwie, aber die Wahrheit ist sicherlich keiner davon. Ja. Lass mich gerade noch das was sagen. Also ich glaube schon, ich könnte mir durchaus vorstellen, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal in unserer Anfangskonferenz, dass tatsächlich so eine Mehrheit besteht, weil einfach, das nehmen wir an, das war, weil wir zur Aktivbevölkerung gehören, also berufstätig sind, noch so halbwegs mitten im Leben stehen, außer Thomas, ne Quatsch. Aber die meisten von uns, die jetzt, sagen wir mal, auch noch ein gewisses, sagen wir mal so, freizeitlich und berufstätig sind und Freizeitverhalten an den Tag legen, die begegnen permanent Leuten, die das nicht verstehen können. Da entsteht der subjektive Eindruck, dass wir doch eigentlich die Mehrheit sind. Das sind wir aber nicht. Wenn wir schauen, wie gesagt, die Bevölkerung komplett überaltert, viele Nutznießer der Umverteilung, für die das jetzt wirklich so eine Entschleunigung ist, wie das so euphemistisch heute heißt, alte Menschen, für die ist sowieso, also Leute im Rentenalter, für die ist das sowieso kein Unterschied zu vor dem Lockdown weitgehend. Die gehen sowieso nur aus dem Haus, wenn sie einkaufen gehen, das können sie weiterhin tun. Nur für Jüngere. Also so ganz so würde ich das nicht so sehen. Ich sehe das ja jetzt bei mir in der Familie. Also meine Mutter leidet sehr, sehr. Die hat also ihre ganze Kirchengruppe, wo sie in die Messe gegangen ist am Sonntag, und dann hat man sich danach getroffen. Das war ja immer so ein
so ein Tag, wo man zusammenkam, sich traf, miteinander redete. Und das ist ja seit einem Jahr weg. Also der bricht ihr ganzes soziales Umfeld bricht vor ihr zusammen und sie ist im Grunde seit über einem Jahr komplett isoliert und alleine und kann nur noch mit ein paar Leuten telefonieren und die ist schon sehr unglücklich. Also dieses bisschen einkaufen gehen, das reißt das dann auch nicht raus, ne? Nein, also die Alten sitzen ja nicht nur irgendwie zu Hause und gucken fern und gehen einkaufen. Die haben ja auch ihre Freizeitbeschäftigung. Die leiden. Das wollte ich damit nicht sagen. Natürlich gibt es auch viele Alte, die darunter entsetzlich leiden. Aber die Bevölkerungsmehrheit, es geht ja immer um die Mehrheiten. Da muss ich einfach mal deutlich machen. Ich meine, das Durchschnittsarbeitsalter in Deutschland ist bei 46 Jahren. Wir haben einen riesigen Anteil im öffentlichen Dienst, für den das momentan eigentlich so wie eine Art Teilzeitarbeit im Moment ist. Oder Sabbatical, so ein Zwangssabbatical, wie das so neudeutsch heißt. Die genießen das. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich sage ja nicht, dass das alle sind, aber es ist eben doch ein größerer Anteil, als wir uns so oftmals vergegenwärtigen. Mhm. Also ich bezweifle, dass es 2/3 sind in der Bevölkerung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es die Mehrheit ist. Es ist ja auch die Mehrheit, die völlig schwachsinnig wählt bei der Wahl. Ja? Also nach meinem Dafürhalten ist es auch die Mehrheit, immer wieder. Ja, aber das magst du, ja? Ja, das Thema unserer Aufzeichnung heute ist ja, wie gehen wir mit diesen unerfreulichen Zuständen sprachlich um, Hasssprache. Dass wir diese Zustände hassen, ist wahrscheinlich kein Geheimnis. Die Frage ist halt, wie man sich noch ausdrücken kann, was man noch sagen kann. Ja, dazu müssen wir vielleicht erstmal sagen, dass ja jetzt ein neues Gesetz durchgekommen ist, das Beleidigung mit 2 Jahren Haft bestraft. Ja, und was Beleidigung ist, wird ja nicht definiert. Also wenn jemand sich beleidigt fühlt, dann kann er jetzt losgehen, Anzeige erstatten und wenn er beim richtigen Richter auftrifft, dann hat derjenige, der da beleidigt hat, ein schweres Problem. Ja, das ist ja ein Thema, was so unter ferner Liefen läuft. Also im Grunde kriegt das eigentlich gar keiner so richtig mit, was da wieder an Knüppel aus dem Sack geholt wird für alle. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt keine Juristen bei uns, aber es ist ja gut, das mit der Beleidigung, das ist ja schon länger so, ja. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sich daran etwas ändert, dass eine Beleidigung nur dann eine Beleidigung ist, wenn festgestellt wird, dass die Intention einfach das Beleidigen war, ja. Man darf, also ich habe das nachgelesen, man darf durchaus überspitzt etwas ausdrücken, man darf auch drastisch sein oder sarkastisch und all diese Dinge. Es muss auch nicht richtig sein. Es gibt kein Gesetz, das heißt, dass man eine richtige Meinung haben muss. Also man kann auch Dinge, die ganz objektiv falsch sind, darf man auch sagen. Ja, das ist, also die Meinungsfreiheit geht eigentlich schon ziemlich weit bei uns irgendwie. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie das irgendwie formuliert werden soll, wenn die Intention nicht das Beleidigen war, dass sowas dann als Beleidigung verurteilt wird. Ich kann es mir jetzt in der Praxis nicht vorstellen. Der Max Roland, sagen. Roland, es reicht doch schon, dass du damit rechnen musst, in diesen Prozess einbezogen zu werden. Also ja, Vorladung bekommen und so weiter und so fort. Und bereits das wollen sich also viele nicht antun. Die sagen, lieber keinen Brief von der Polizei. Ja, und dann überlegen die sich sehr genau, was die sagen und schreiben werden. Also das ist die Etablierung einer vorauseilenden Selbstzensur. Das ist es, läuft ja alles darauf raus. Mhm. Im Prinzip geht es um eine Verminung des öffentlichen Sprachraums oder um des öffentlichen Austauschs, also daraus ein Minenfeld zu machen, wo sich keiner mehr traut, irgendwo auf was drauf zu tappen, was ihnen am Ende dann den Kopf kostet. Mhm. Und diese Korridore und diese Freiräume, diese geistigen Refugien, sage ich mal, in denen man sich noch frei ausdrücken darf, die werden immer kleiner. Da gibt es also diesen soziologischen Begriff des Overton-Fensters, also die zulässige Bandbreite, was die Gesellschaft noch toleriert als sozusagen Korridor der Meinungsfreiheit. Der ist ja bei uns wirklich schon zu einem schmalen, äußerst schmalen Pfad verengt worden. Früher war das mal eine breite Autobahn. Und gibt ja auch noch diesen Spruch, wer sich nicht bewegt, spürt auch seine Fesseln nicht. Wenn ich also stillhalte, dann habe ich auch nicht das Gefühl, eingesperrt zu sein. Sobald ich mich dann irgendwo bewege und eben, wie gesagt, Mund aufmache, merke ich eben immer schneller heute die Fesseln. Ja? Das ist das, worauf es ausläuft. Das passiert ja. Ja, Thomas, Entschuldigung.
Das passiert ja schon im Vorfeld auf Facebook und YouTube. Um nicht irgendwie kalt gemacht zu werden sozial, ändern die Leute ja schon ihre Sprache. Also ich kenne prominente Beispiele, die sagen, okay, ich habe so viel Follower auf YouTube, ich muss mich ändern, sonst bin ich verloren. Du, was meinst du? Ich meine, es geht euch wahrscheinlich auch so. Was meinst du, wie oft das, also ist ja mittlerweile schon lange her, dass man mal noch in Cafés gehen konnte, dort irgendwelche Bekannten getroffen hat. Aber damals war es öfter so, wenn dann Menschen kamen, die mich erkannt haben und die mich kennen, hier auch aus meiner Stadt, die haben dann gesagt, ich muss dir mal was sagen, ich lese deine Beiträge. Und dann merke ich, wie sie im Moment innehalten und schauen sich ganz verängstigt um, dass keiner mithört. Das könnte ein Arbeitskollege oder sonst, dann heißt, ich bin genau ihrer Meinung. Aber ich kann es nicht offen sagen. Und das ist ja Wahnsinn eigentlich. Das hätte ich mir nie ausmalen können, dass sowas in Deutschland, und ich sage jetzt ungelogen, das habe ich im Jahr vor Corona bestimmt 50 bis 100 Mal erlebt. Man kann sagen, mindestens jede Woche ein, zwei Mal. Und das ist doch Wahnsinn allein schon, ja. Und diese Entwicklung verschärft sich ja immer weiter. Das ist eigentlich ein klassisches Merkmal einer, sagen wir mal, so ungerichteten Diktatur, ja. Also es ist keine Gewaltdiktatur, in der jetzt eine Gestapo vor der Tür steht. Noch nicht. Aber es ist zumindest mal die geistige Vorstufe davon, ja. Ja, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man sich mal überlegt, ob es eigentlich denkbar ist, eine Zensur tatsächlich einzuführen oder ob nicht die Möglichkeiten, die der deutschen Sprache inhärent sind, allemal ausreichen, um jede Zensur auszutricksen. Und deswegen begreife ich dieses neue Gesetz durchaus als eine Herausforderung, eben in anderen Worten das zu sagen, was ich sagen wollte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mir das immer gelingen wird, ohne dass es justiziabel wird. Das ist eigentlich auch eine schöne Herausforderung, rein sprachlich gesehen, ne? Ja. Und ich denke, wir sind alle intelligent genug, um uns da sehr viel einfallen. Ja, also mir tut es ein bisschen weh, weil ich hau gern mitten ins Zentrum, wenn es geht, voll auf die Nase, aber das muss ich mir halt sparen, einfach in Zukunft. Ja. Ja, vielleicht kann man es als Satire. Ich bin ja deswegen, aus diesem Grund bin ich ja Satiriker geworden, weil da habe ich meine Freiräume, also noch. Das geht ja noch. Ja, so argumentiert er bei Böhmermann auch. Ja, du musst halt, wenn du Maulschellen verteilen willst, aufs Knie zielen und dann bei der Backe rauskommen, ne? Ja. Wie gesagt, hat ja auch seinen Reiz, das Ganze. Aber um mal nochmal, also was mich einfach ärgert, das ist die Hinterhältigkeit dieser ganzen Sache. Es war ja schon bei diesem Netzdurchwirkungsgesetz ganz ähnlich. Da ging es ja auch keine Sekunde. Also ich meine, das habe ich sowieso nie verstanden, wie die Leute das den Grünen oder den Roten abgenommen haben, dass es ihnen irgendwie um den guten Ton im Netz geht. Also Leute, die andere Parteiprogramme als braune Kackscheiße bezeichnen, ja, und damit auch noch Applaus ernten, das sind die allerletzten, denen es um einen guten Ton geht. Es ging ihnen immer nur um die Einengung des Sagbaren, dass man die ganz offensichtlichen Dinge irgendwann einfach nicht mehr aussprechen kann. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt einfach der Meinung bin, dass muslimische Einwanderung in Europa für unsere Kultur schädlich ist, ja, und ins Verderben führen wird, irgendwie, dann stehe ich schon mit einem Bein im Knast. Ja, das kann noch so wahr sein und das kann sich noch an so vielen Ländern schon bewahrheitet haben, wie im Libanon zum Beispiel. Das ist völlig egal. Ja. Aber noch mal zum Albtraum zurück. Also, wie gesagt, ich habe heute gelesen, dass immer mehr CDU-Leute Söder zum Bundeskanzler machen wollen. Und da frage ich euch jetzt, ist der Albtraum besser, wenn Söder Bundeskanzler wird oder wenn es die Baerbock wird? Oder spielt es keine Rolle? Kommt aus Ich diesem bin für Irrsinn nicht mehr Baerbock. raus. Ich Es ist bin für vollkommen Baerbock. egal. Also das ist egal, ob man auf dem Dings, auf dem Nagelbrett liegt, bäuchlings oder rücklings irgendwie. Das tut beides weh. Das ist ja. Ja, aber Das ist beides eine Katastrophe, aber mein Gott, an solche Katastrophen werden wir uns gewöhnen müssen bis zum bitteren Ende, bis alles in Scherben fällt und bis kein Geld mehr da ist. Und das werden die auch schaffen. wie irrsinnig kann das denn sein? Da sind die Leute, also da haben wir die Pandemie jetzt, da haben wir die Lockdowns und das Resultat daraus sind Söder und Baerbock. Es wird doch noch alles verrückter. Ja, also wenn es mal Baerbock und Söder wird in der Reihenfolge, dann ist es sogar noch schlimmer, weil dann könnte es durchaus sein, dass es nächstes Jahr schon mal so kleinere Probe, falls der andere Lockdown bis dahin tatsächlich vorbei ist, dass es dann mal so erstmals kleinere Probe Klima-Lockdowns geben wird. Könnte man schon vorstellen, dass die Grünen mit sowas experimentieren. Ja.
Und da wird man dann auch Notwendigkeiten konstruieren, die bei der Bevölkerung dann natürlich positiv aufgenommen werden. Man will sich ja dem großen Ganzen verpflichtet fühlen. Im Moment ist es die Rettung der Alten, die Schonung der Intensivstationen und im nächsten Jahr ist es dann die Rettung des Klimas im Jahr 2100 und so weiter. Ja, echt für Lockdown. Lockdown, klar. Die nahtlos ineinander über dann, wenn die Grünen, also unter einem Söder-Kanzler wäre das vielleicht noch nicht so die Gefahr, wenn die CSU oder CDU weiterhin stärkste Fraktion bleibt. Aber wenn Söder Kanzler wird, dann wird man täglich dieses unglaublich sympathische Grinsen von diesem Mann zu den unmöglichsten Situationen bewundern können, wenn er da mal wieder einen Lockdown verkündet und dann so in die Kamera grinst. Das wird mir fehlen eigentlich, wenn der nicht Kanzler werden würde. Auf den Söder können die verzichten. Rein aus Entertainment-Gesichtspunkten hätte mir der Habeck als Kanzler ganz gut gefallen. Also die Auswahl als real angenommen, die es überhaupt gibt. Weil der Habeck, das wäre lustig geworden. Richard David Brecht als Kanzlerminister, oder als Bildungsminister. Ne? Das wäre nämlich wirklich witzig zu sehen, wie der Habeck versucht, grüner Politik einen rationalen Anstrich zu verpassen und das der Öffentlichkeit zu verkaufen. Ja, während die Frau Baerbock, die kann natürlich gern mal ein bisschen emotionaler daherkommen und alles sagen dann, die arme Frau, was macht sie durch? Ja, das ist ja beim Habeck anders. Ja, aber irgendwie, die Konstellation kann nicht passieren, dass Lauterbach dann auch noch Gesundheitsminister wird. Also SPD, also alles Grün. Möglich. Ich kann mir alles vorstellen inzwischen. Ja. Lauterbach ist der nächste Papst, gar keine Frage. Also alles, was absurd ist. Im Land geht alles, ja. Alles, was absurd ist, kann ich mir vorstellen unter diesen Leuten. Das ist schon. Und möglich ist das alles. Man muss sich ja eigentlich nicht wundern, wenn man gesehen hat, wie sich das Volk seit einem Jahr mit dieser Pandemie verarschen lässt mit Neuinfektionen, die nichts anderes sind als neue Feststellungen von Infektionen, mit Inzidenzwerten, die sich per Test rauf und runter fahren lassen, wobei dann dieser Test selber noch durch einen Würfel ersetzt werden könnte, ohne dass es irgendwelche Qualitätseinbußen hätte. Also wenn man sich überlegt, wie dieses Volk seit einem Jahr mit dieser Pandemie umgeht, da muss man sich über die Auswahl, die beim politischen Personal da ist, eigentlich auch nicht mehr wundern. Das ist folgerichtig. Ich meine, das sind ja auch Leute, das muss man ganz klar sagen, dieser schleichende Prozess einer Enthoheitlichung, sage ich mal, des Politischen, also so dieses, dass man, es muss ja nicht gerade noch die sächsische Kanzleisprache heute sein, aber es gab in den 50er Jahren noch eine gewisse Formatanforderung an die Politik. Das hat sich auch schon beispielsweise gezeigt, dass es da so einen Respekt vor den Institutionen gab. Wer ein Abgeordneter war, der hat sich eben gewissermaßen gekleidet und hat auch im Parlament eine andere Sprache benutzt als auf der Straße. Das ist ja auch schon durch die Grünen, muss man sagen, alles verflacht worden. Ich meine, anfangs galt das als unheimlich innovativ und revolutionär, dass da jetzt plötzlich da strickende und stillende Mütter saßen. Inzwischen sind sie wieder so beim Millennium-Chick angekommen und laufen da jetzt rum wie Hipster und so ein Typ wie Habeck, der sich da irgendwie in Design und Szene und Männermagazinen da feiern lässt und die Baerbock als trendiges, sexy, postfeministisches Weibchen da. Objektiv sind das eigentlich keine, also die haben überhaupt kein Format und auch gar keine Befähigung für solche Staatsämter und dafür ist es eigentlich auch viel zu ernst, ein Land von 84 Millionen Menschen zu führen. Aber in Deutschland kommt sowas scheinbar wirklich gut an. Das ist so ein Teil der Vertrashung der ganzen Gesellschaft. Ja. Ich meine, die Baerbock ist im Prinzip das vom Habitus her, was, sage ich mal, bei uns früher zu meiner Schulzeit eine Schülersprecherin gewesen wäre. Die macht auch dieselben drolligen Fehler, die hat keine Ahnung von nichts, die verplappert sich, die geht auch mal mit einem in der Binde, hinter der Binde offensichtlich auf die Bühne und lallt mal ein paar Versprecher hin. Alles ganz sympathisch, aber halt doch nicht staatstragend, doch nicht für eine Person, die sich ums höchste Amt bewirbt. Auch diese Nummer letztes Jahr in dem Sommerinterview ARD, wo sie da von Kobold gesprochen hat und so, das ist ja auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite auch tief traurig. Weil es ja irgendwo sinnbildlich ist für das politische Niveau in dem Land, ja. Ja, Daniel, das ist aber natürlich auch immer wieder eine zentrale Frage. Sind diese Volksvertreter, die in Deutschland gewählt werden, überhaupt noch Volksvertreter? Müssen die überhaupt noch staatstragend auftreten oder wird dieser Staat nicht sowieso schon von supranationalen Institutionen und milliardenschweren Stiftungen sozusagen getragen? Kasperle-Figuren, genau. Ja, oder vor sich hergetrieben, ja. Ja, vor sich hergetrieben. Also
Ich glaube nicht, dass die noch große Entscheidungsfreiheit haben selber, sondern die kriegen klar gesagt, was sie zu tun haben. Und deren Aufgabe ist es einfach, die große Agenda in praktikable Politik zu übersetzen. Und da scheitern die, selbst da scheitern sie dran. Ja. Ich kann mir zwar den Habeck jetzt nicht unbedingt vorstellen als großen Vollstrecker von irgendwelchen globalen Planspielen. Das ist wirklich das ist eigentlich alles ein personifiziertes Mittelmaß, was uns da begegnet, ja. Aber du hast natürlich recht, die lassen sich schon vor so manchen Karren spannen. Ist ja ganz klar. Aber es sind letztlich auch alles nur Opportunisten, ja, die natürlich hier irgendwo, sagen wir so, ihre Nische im Angebot, im Markt bedienen. Und das scheint im Moment offensichtlich ein Nerv der Zeit bei einer wirklich völlig psychisch destabilisierten Bevölkerungsschicht zu sein. Ja? Also die kommen da gut an, bei Jüngeren sowieso. Was mich total erstaunt, ist, dass sich also wohl kaum jemand die Frage stellt, wie es eigentlich kommt, dass diese ganzen Bestechungs-Korruptionssachen alle bei der Union auffliegen. Wenn man sich überlegt, dass also zum Beispiel wie heißt sie, die bayerische Grünen-Chefin, die lustige, Schulze, die ja. Schulze, Die ja, Katharina Schulze, ja. die Katharina Schulze schickt also über Silvester Bilder aus Kalifornien beim Eisessen mit Plastikbecher. Der Cem Özdemir, der geht mit seinem Sohn noch mal kurz wandern in Den den anderen. Anden. Und da steckt ja im Grunde genommen genau dieselbe Mindset dahinter, der auch bei den Unionsabgeordneten dafür verantwortlich ist, dass sie jetzt überführt worden sind. Die Frage, die ich stellen wollte, war die: Wieso überlegt sich einfach keiner, wie es kommt, dass diese ganzen korrupten Heiner alle bei der Union auffliegen und die Grünen so sauber sind wie noch was? Man kann doch nicht davon ausgehen, dass die Grünen grundsätzlich anders ticken als Leute in der Union. Ich meine, du hast diesen Ex-Grünen, der da jetzt dann bei Bayer im Aufsichtsrat sitzt, Monsanto dort quasi repräsentiert. Dann ist diese Gunda Röstl, die ist jetzt im Aufsichtsrat von so einem Atomenergiekonzern. Die sind ja nicht anders gestrickt als die in der Union. Und die Frage ist also, wer regelt das eigentlich, was über welche Politiker an die Öffentlichkeit kommt und warum sind es jetzt ausgerechnet Unionspolitiker und nicht beispielsweise Grüne oder Linke? Ja, ist aber schon nochmal ein qualitativer Unterschied, das muss man jetzt schon mal sagen. Also zwischen einer Vorteilsannahme oder Aktivierung persönlicher oder geschäftlicher Kontakte über die Schiene Jens Spahn als Parteifreund, der einen dann irgendwie bei freihändigen Auftragserteilungen begünstigt, und zwischen sagen wir mal, einem grünen Politiker, der halt überhaupt keinen Rückgrat hat und sich wie üblich mal wieder komplett heuchlerisch verhält. Ich meine, da würde ich jetzt eher von der moralischen Korruption als von der strafrechtlichen sprechen. Du hast natürlich recht, die werden von diesem Dolce Vita, von dem Lifestyle, werden die natürlich genauso angefixt wie die anderen, nur dass es bei ihnen halt ideologisch überhaupt nicht ins Bild passt. Und da so entsteht dann auch dieser Eindruck, dass die natürlich völlig schizophren und schmerzfrei sind, was ja auch wahrscheinlich zum Teil zutrifft. Also ich Aber glaube, ich gebe da dem Max völlig recht. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass da in der Grünen Partei nicht auch einige sind, die sich da extrem Klar. bereichert haben und Stichwort bevorteilt haben Windkraft. und so. Stichwort Windkraft. Ja, also es ist doch einfach so, noch gar nicht so lange her, da hat man doch Umfragen gemacht in den Redaktionsstuben, was die Leute denn so wählen. Und ich glaube, 85% waren es, die meisten wählen Grün. Ja, da muss man sich noch nicht wundern, dass bei diesen Leuten überhaupt nicht der Wunsch aufkommt, Irgendjemand ans Messer zu liefern richtig oder so, ja. ihre Helden irgendwie mal so ein bisschen zu entlarven. Ja, da entlarvt man doch lieber die Leute bei der AfD, weil, keine Ahnung, einer Ja, oder bei der einmal die CDU, Krawatte um den schiebt. Grünen irgendwie so einen Vorschub zu geben jetzt für die Wahl. Das ist doch Richtig, völlig genau, klar, ja. um die Grünen, so ein bisschen, wie soll ich sagen, wählbar erscheinen zu lassen, ja, oder so, mir fehlt jetzt das Wort, einfach so ein bisschen, Greenwashing, buchstäblich. ja, genau, so, also einfach seriös, das wollte ich sagen, seriös und ernsthaft erscheinen, dass das alles völlig infantile Typen sind, die da unser Schicksal bestimmen demnächst. Das wird den Leuten erst irgendwann in ein paar Jahren klar werden, wenn nämlich Ja. alles Also im Sterben liegt, ja. ich denke mal, es macht insgesamt ja sowieso überhaupt keinen Unterschied mehr, so grün oder links wie die CDU geworden ist.
macht es gar keinen Unterschied mehr, ob die jetzt irgendwie ein paar Stimmen mehr haben oder die Grünen. Verstehst du? Das ist eine Pampe und wir stehen da vor demselben Problem. Also ich sehe da überhaupt keinen Unterschied mehr, gar nicht, null. Ja, was wir heute erleben, das ist nichts anderes als das, was die Frankfurter Schule schon in den 20er Jahren angefangen hat. Das ist das Resultat daraus. Die gesamte Gesellschaft umpflügen und aus Leuten, aus einem durchschnittlich sehr gebildeten, klugen und fleißigen Volk einen einzigen Sauhaufen zu machen. Das war der Sinn und der Zweck dieser Frankfurter Schule. Und die waren, das Lustige ist ja, frag mal irgendjemanden auf der Straße, was ist die Frankfurter Schule? Also 9 von 10 kennen die nicht. Ja? Obwohl die so einen riesigen Einfluss hatten auf die gesamte Gesellschaft. Diese gesamte Kulturrevolution, die wir heute erleben, ist in deren Topf gekocht worden. Und das ist das Ergebnis, dass wir von Flaschen regiert werden. Richtig, Roland. Und was übersehen wird, ist, dass die Frankfurter Schule ja auch in Amerika recht populär war, zu der Zeit, als sie dann emigriert war aus Deutschland. Und dass also diese US-Wahl... Steht in meinem Buch übrigens. Ja. Diese US-Wahl 2020 ist eigentlich die perfekte transatlantische Parallele zu dem, was im Augenblick hier im Wahlkampf abläuft und wie hier grün gepusht wird und auf alle anderen eingeprügelt wird. Ich glaube, dass die Grünen tatsächlich unter der Protektion von den maßgebenden Globalisten stehen und die denen da schwer unter die Arme greifen. Okay, kommen wir langsam zum Schluss. Wir bleiben also im Albtraum gefangen. Vielleicht, Max, hast du doch eine Lösung. Gab es nicht mal irgendwie einen Kaiser oder einen König Maximilian? Den gab es zwar, aber ich wüsste jetzt nicht genau, was der da bezüglich. Was der hat. Jetzt nur ausrichten soll. Aber dafür haben wir euch den Max. Okay. Danke, ciao. Ja, tschüss.